Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Toy Review, hier aber allerdings ergänzend zu den Reviews der ursprünglichen, ja, Uranus Team Member. Hier möchte ich euch einfach jetzt einmal den kompletten Combiner Uranus vorstellen und habe jetzt einfach mal die einzelnen Figuren in die jeweiligen Komponenten schon verwandelt. Das heißt hier die Beine, die Arme und das Mittelstück. Ja, die einzelnen Verwandlungen, wie sie quasi zu diesen Mittelstücken werden und Armen, Beinen etc., entnehmt ihr bitte den Reviews selbst. Und ja, jetzt setzen wir einfach mal Uranus zusammen. Ist ziemlich simpel und wird eigentlich nur pro Figur jeweils mit einem Pack verbunden. Das heißt, vier Packs, vier Combiner. Ja, die Figur wird gigantisch. Fangen wir doch einfach damit jetzt mal an. Wir nehmen uns das Mittelstück. Wir erinnern uns noch an, an Phantom, aka Silverbolt. Und der wird jetzt dann jeweils mit den Beinen miteinander verbunden. Die Drohne haben wir auf dem Brustkorb vorne aufgebracht. So, wir nehmen einfach mal jetzt die Konnektoren. Klicken sie hier einmal rein. Nummer 1. Nummer 2, ne? Ja, die Konnektoren lassen sich sehr schwer miteinander verbinden. Wenn, dann passen sie aber wirklich echt gut. So, jetzt haben wir einmal schon mal die Beine befestigt. Könnt ihr natürlich auch mal anwinkeln. Dann steht die Figur auch ein bisschen besser. So, jetzt haben wir den linken und den rechten Arm. Die drücken wir auch einmal ganz normal hier oben rein. Ja, mein kleines selbstgebautes Fotostudio ist viel zu klein für diese Figur. Und hier noch einmal die anderen Arme. So. Ja. Ich habe natürlich bei dieser Figur jetzt das Problem, dass das Hüftgelenk sehr, sehr locker ist. Ich habe hier allerdings vor, demnächst auch ein Guide-Video zu machen, wie man quasi dieses Problem ganz leicht beseitigen kann. Man mag es kaum glauben, wozu abdichte Ringe alles gut sein können. Ja, wie gesagt, hier haben wir jetzt Uranus in seiner kompletten, gigantischen Form. Ich kann ja einfach mal so zum Vergleich eine Figur daneben stellen. Dann nehmen wir doch jetzt am besten mal die neuen Dinobots zum Beispiel. Seht ihr mal, wie riesig die Figur an sich eigentlich ist. Ist wirklich ein Gigant. Oder wir stellen jetzt einfach mal, was haben wir denn noch? Eine Voyager-Figur daneben. Zum Beispiel Grimlock. Und ihr seht, selbst da ist die Figur mehr als doppelt so groß. Das heißt also wirklich ein Riese. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Details ein der Figur. Nicht so, wie wir es natürlich jetzt von den einzelnen Figuren schon selbst kennen. Da haben wir die Details schon so gezeigt. Aber um jetzt einfach mal zu zeigen, wie die Figur eigentlich im Combine-Modus aussieht. Wir haben ganz normale Kniegelenke in der Figur, die sich auch um 90 Grad wie bei den einzelnen Figuren bewegen lassen. Hüftgelenke, wir können die Figur ganz normal hier drehen, nach links und rechts. Arme, Ellenbogen, alles ganz normal bewegbar. Oben der Kopf hat ein Balljoint. Und ja, um jetzt mal ein bisschen auf die Hände einzugehen, was ich natürlich auch ziemlich cool finde. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, die einzelnen Finger einzeln zu bewegen, je nachdem wie ihr wollt. Es sind jeweils zwei Gelenke vorhanden. Ja, und wie ich schon eben gerade sagte, ihr habt die Möglichkeit, die Beine nach vorne zu winkeln. Ja, wenn ihr hier oben dieses kleine Hüftteil nach oben lenkt, könnt ihr es auch ganz nach oben drehen. Ihr habt die Möglichkeit, hier das Knie zu beugen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, was ich auch sehr schön finde bei dieser Figur, wie gesagt, die Arme auch nach außen zu drehen. Ihr könnt die Hüfte, wie gesagt, auch drehen. Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir dieser Figur so momentan nicht gefällt, aber das betrifft wohl nur einige kleine Figuren, nicht die komplette Serie, dass hier die Hüftgelenke hier nicht richtig stehen. Das heißt, dadurch macht die Figur öfters einen Spagat. Es ist ganz leicht zu beheben. Man nimmt einfach nur sogenannte Abdichtringe, die auch in den, oder besagt in Wasserhähnen zu finden sind. Die kann man einzeln im Baumarkt kaufen. Und die gibt es dann mit unterschiedlichen Größen, mit 2 mm Löchern, 5 und 1 cm immer größer. Und dann nimmt ihr einfach welche, die 1 cm im Durchmesser sind und vielleicht nur so ja, ein 5 mm Loch in der Mitte haben aus Gummi. Und dann schraubt ihr das Hüftgelenk auf. Unter diese Feder, die quasi dort drin ist, legt ihr einfach nur die Platte, macht es wieder zu. Dadurch ist die Federung quasi noch stärker. Und dadurch wird quasi dieses knackende Gelenk innen drin noch mehr zusammengehalten. Dadurch hält die Figur einfach deutlich besser. Ja, ihr habt natürlich dann noch die Möglichkeit, bei dieser Figur die Waffe zu benutzen. Ich versuche gerade mal... Ja, schlecht vorbereitet. Ich nehme jetzt einfach mal von Hercules dieses Gelenk. Normalerweise ist dieses Gelenk hier weiß. Habe ich jetzt einfach mal von Hercules genommen, weil ich das jetzt nicht finde, ist aber baugleich. Nehmen wir die Waffe und stecken das einfach hier unten dran. Dann heißt es quasi, er hat hier seine Waffe regulär und die kann er dann ganz normal in die Hand nehmen. Das heißt, ihr gebt sie ihm so in die Hand. Na. Ach, deswegen habe ich es auch nicht gefunden. Entschuldigt bitte, ich sehe gerade, haha, wie gesagt, schlecht vorbereitet. Es war bei ihm in der Hand. So, dann drückt ihr es einfach hier so dran, dreht den Daumen nach unten. Ja, und schon hat Superion quasi seine Waffe in der Hand. So. Wie gesagt, ein wunderschönes Modell, gigantisch groß, macht echt was her. Die Hüft- und die Kniegelenke, die bei der Figur leider relativ weich ist und dadurch sehr schnell quasi ja, nachlassen, kann man selbst durch ein bisschen Ideenreichtum selbst festigen. Und ich finde es gut, dass es die Möglichkeit hier gibt. Und ansonsten nimmt man Metallunterlegscheiben für die Gelenke, um die einfach ein bisschen fester zu machen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Auf jeden Fall echt schön, dass die Figur so viel Details aufweist. Deutlich besser ist als die anderen Combiner, die man halt von früher noch kennt aus der G1-Line. Es hat sich halt einiges mit der Zeit geändert. Die Techniken sind moderner, vor allem mit heutigen Kunststoffdruckern. Und dadurch ist die Figur dementsprechend auch natürlich mit sehr schönen Gelenken ausgestattet. Ja, ich zeige euch bei meinem nächsten Review natürlich dann noch das Zusatzpack, was es zu kaufen gibt, Wings of Uranus. Da wird quasi der Brustkorb ergänzt, der Kopf wird ergänzt, die Brustplatte kommt dazu. Es ist einfach ein wunderschönes Set und die einzelnen Figuren kriegen neue Raketen, Waffen und so weiter. Wir sehen uns bei meinem nächsten Review und ich sag mal bis dahin, tschüss und... Euer Rexford.